In den ersten Lebensmonaten, in denen Babys ausschließlich mit Mutter- oder Flaschenmilch gefüttert werden, ist eine Verstopfung sehr unwahrscheinlich. Mit Einführung der Beikost kann sich das ändern. Der Darm des Babys muss sich erst an die neue Nahrung gewöhnen. Woran erkennt man, dass das Baby Probleme hat und eventuell unter einer Verstopfung leidet? Leider sind die Symptome sehr unspezifisch. Oft sind Babys quengelig, mögen nicht oder nur wenig essen, ziehen die Beine an oder übergeben sich auch. Eine harte, angespannte Bauchdecke ist das eindeutigste Indiz, dass die Verdauung ins Stocken geraten ist. Bei einem Säugling sollte man bei einer Verstopfung immer zum Arzt oder der Ärztin gehen. Bei einem älteren, bereits mit Brei gefütterten Baby können die folgenden Dinge helfen. Erhöht die Flüssigkeitszufuhr in Form von Wasser oder ungesüßten Tees. Versucht es mit abgeriebenem Apfel, der steckt nämlich voller Ballaststoff. Verzichtet im Gegenzug auf stopfende Lebensmittel wie Banane oder Süßes, massiert den Bauch eures Kindes sanft oder setzt es in eine warme Badewanne.